Ernährung umstellen. Ernährung umstellen, ist das überhaupt notwendig in der heutigen Zeit? Viele fragen mich, Ernährung umstellen, wie funktioniert das? Oder ist es so, du möchtest unbedingt deine Ernährung umstellen, weil du weißt eigentlich, dass du dich nicht gesund ernährst? Dann schau dir dieses Video an. Hier gebe ich dir ein paar allgemeine Tipps zum Ernährung umstellen. Da jeder Mensch sehr individuell ist, ist es einfach so, dass für jeden was anderes passt. Für jeden auch der Vorteil woanders liegt. Und deswegen ist für mich wichtig, dass ich dir nur allgemeingültige Dinge erstmal sage, die für jeden wichtig sind. Aber wenn du wirklich genauer in das Thema, wie du langfristig deine Ernährung umstellen kannst, rein möchtest, dann schreib mir mal auf jeden Fall die Fragen in die Kommentare, dann gehen wir da genauer drauf ein. In dem Video mache ich die allgemeingültigsten, wichtigsten Faktoren, wie du langfristig deine Ernährung umstellen kannst. Der erste Fehler, der gemacht wird immer bei den Dingen, wie Ernährung umzustellen ist, dass du nur kurzfristig denkst. Dass du, zweiter Punkt ist, dass es im Endeffekt auch nur für den Körper gemacht wird. Also nur, dass du besser aussehen möchtest. Und der dritte Punkt ist, dass du einfach vielleicht gesagt bekommst, oh, sie ernähren sich nicht gesund, gucken sie mal, wie sie sich dort und dort noch verbessern können, weil die Blutwerte stimmen nicht. Also es gibt viele Faktoren, warum man die Ernährung umstellen kann. Und ich möchte jetzt loslegen mit der ersten These, die mir sehr wichtig ist. Wenn du nur für den Körper abnimmst, dann wirst du langfristig keinen großen Erfolg haben, weil unser ganzer Organismus besteht aus Gehirn, Emotionen und Körper. Und deswegen musst du erstmal klar sein, dass du alle Faktoren berücksichtigen musst. Ja? Also dein Gehirn, deine positiven Emotionen und dann natürlich auch, wie du aussiehst. Und wenn du das dir klar gemacht hast und nicht nur sagst, oh, ich will 10 Kilo, ich will so und so viel Kilogramm abnehmen, dann wirst du viel mehr das Warum finden, warum du deine Ernährung umstellen kannst. Ich kann dir das auch klar sagen, bei mir ist es so gewesen, dass ich nicht aus wegen Abnehmen meine Ernährung umgestellt habe, sondern weil ich gesünder werden wollte, weil es mir nicht gut ging. Weil ich gedacht habe, ich will über 100 Jahre alt werden und das Beste für meine Familie einfach auch rausholen. Das war mein Warum, warum ich die Ernährung umgestellt habe und über 18 Kilogramm verloren habe, nebenbei eigentlich, weil ich mein Gehirn viel besser versorgt habe mit Nährstoffen. Und jetzt fangen wir aber an mit den Tipps und Tricks, wie ich das gemacht habe. Und die sind eigentlich sehr, sehr simpel. Und deswegen fangen wir aber mit den simplen Sachen, sind meistens die wichtigen Sachen, fangen wir an mit der ersten Sache. Und die erste Sache, kannst du dir vorstellen, was es ist? Verzichte. Verzichte auf nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt wirst du sagen, ja, wenn ich auf nichts verzichte, dann kann ich doch alles essen. Ja, du kannst alles essen, aber mach das so, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir überlegt, was sind die Dinge, die ungesund sind, die ich unglaublich gerne esse. Und habe dann mir die aufgeschrieben. Bei mir waren das Gummibärchen, das war, weil ich sehr süß bin, das war Schokolade, das waren Chips, das waren auch so Fertigsachen wie Tiefkühlpizza. Und die letzte Sache, die ich unglaublich gerne gegessen habe, war unglaublich viel Fleisch. Also ich habe dreimal täglich Fleisch gegessen. Salami war morgens und abends auf der Speisekarte und irgendwas mit Schweine- oder Rinderfleisch dann mittags. So, und die Sachen habe ich mir aufgeschrieben, diese fünf Sachen. Und dann habe ich mir Alternativen dafür gesucht. Was könnte mir genauso gut schmecken? Habe mir das auch dann so vorgestellt, wie mir das schmecken könnte. Und habe das dann umgesetzt. Zum Beispiel bei Chips waren das dann Walnüsse und Cashewkerne. Die habe ich mir umgesetzt. Bei den Gummibärchen waren das super leckere Smoothies. Also wenn ich verlange auf Gummibärchen, dann habe ich gesagt, oh, nehme ich Gummibärchen oder Smoothies. Ich habe mich immer vor die Wahl gestellt. Nimmst du das eine oder das andere? Dann bei Schokolade habe ich umgestellt von Vollmilchschokolade auf sehr dunkle Schokolade. Ja, das waren zum Beispiel die Tipps für die ersten drei, weil das Video sollte ja nicht ausufern. Also Verzicht ist der schlechteste Ratgeber, ist mein erster Tipp. Schaffe dir Alternativen, die dir auch sehr, sehr gut schmecken. Und dann, der zweite Tipp ist, habe so wenig wie möglich von Ungesunden zu Hause. Kaufe also richtig ein. Und da ist mein zweiter, oder zu dem zweiten Tipp dazu, also sozusagen 2b, ist, guck auf die Zutatenliste, wenn du einkaufen gehst. Ich habe es mir jetzt zur Regel gemacht, wenn
ein Nahrungsmittel mehr als 5 Zutaten hinten draufstehen hat, dann kaufe ich es nicht. Also 80% meines Korbs, wenn ich einkaufen gehe, ist mit Sachen bestückt, die weniger als 5 Zutaten haben. Und der Rest der 20% ist dann wirklich das, was ich unbedingt möchte. Weil wir haben ja gehört, erstes nicht verzichten. So, erstes nicht verzichten. Das zweite war natürlich das Einkaufen gehen mit den Lebensmitteln, wo man die Zutatenliste sich betrachten sollte. Der dritte Punkt ist, gehe nicht hungrig einkaufen. Ja? Versuche auch an dem Tag, also der dritte Punkt, nicht hungrig zu werden. Manche brauchen kein Frühstück. Aber guck ganz genau, dass du dann es nicht zu lang werden lässt, dass du hungrig wirst, weil sonst kommst du dein Gehirn, das ist nämlich das Allerwichtigste, dass das gut versorgt ist, dein Gehirn in ein Denkmuster rein. Kennst du dieses Denkmuster? Boah, dann dreht sich alles nur noch, was kannst du als nächstes essen? Und das ist aus unserer Ursprungsnatur raus. Das ist dadurch, dass wir früher Essen nicht so da hatten, wie wir es heute haben, wo du es überall bekommen kannst. Und deswegen lasse es nicht zu, dass du hungrig wirst. Ich empfehle 3-mal tägliches Essen, aber wenn du da am Anfang noch nicht hinkommst, weil du immer dazwischen auch gesnackt hast, dann nehme dir gesunde Snacks. Gesunde Snacks wie zum Beispiel Walnüsse. Unglaublich gut fürs Gehirn oder Cashewkerne. Die haben natürlich auch viel Kalorien, aber das Kalorienzählen ist für uns nicht wichtig, weil wir wollen ja gesund eine Ernährung umstellen, die einfach auf Gesundheit basiert. Das heißt, nehme dir so etwas, wenn du Nüsse nicht verträgst, dann nehme dir vielleicht so ein Smoothie, was du dir gemacht hast. Oder schreib mir auch mal, wenn du gar nichts weißt, einfach mal in die Kommentare, wo so deine Schwächen liegen. Vielleicht verarbeiten wir gemeinsam mal die Stärken raus. Also, der dritte Punkt war ganz klar, gehe nicht hungrig einkaufen. Dann der vierte Punkt, der mir auch extrem geholfen hat, ist, ich habe die Waage einfach die Batterien rausgenommen. Weil die Waage ist natürlich eine Zahl und du kannst dadurch einschätzen, wie dein Gewicht sich verändert, aber du musst einfach wissen, dass wenn du immer wieder auf die Waage gehst, es so viele Faktoren gibt, die die Waage beeinflussen. Hormone, Wassereinlagerung etc. Ganz, ganz viel. Und bei mir war es so, ich habe mir eine Zahl sogar aufgeschrieben, die ich gerne erreichen würde, habe die mir, sag ich mal, ein Zieljournal gesetzt und habe die Waage einfach weggepackt. Und siehe da, jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr später ist es genauso geworden, wie ich gesagt habe. Ich habe mich dann mal wieder auf die Waage gestellt nach einem Dreivierteljahr und es hat funktioniert. Weil, und das ist nicht nur wichtig beim vierten Punkt, dass du die Waage weglässt, sondern der fünfte Punkt ist, dass du es als langfristiges Ziel siehst. Kurzfristig ist immer schwierig, weil du dann immer auf Verzicht gehst, dann immer auf Diäten gehst. Und wir hatten ja gehört, das Gehirn ist sehr wichtig, deine Emotionen sind sehr wichtig. Und deswegen bitte seh es als langfristiges Ziel an. Mach dir Schritt für Schritt einfach Pläne von morgens, mittags, abends. Ja, das hat mir sehr geholfen. Wie gehst du mit den einzelnen Bereichen des Tages um? Manche haben die Probleme, dass sie mittags sehr viel essen und dann einfach in den Mittagstief fallen. Viele haben das Problem, dass sie abends einfach essen können ohne Ende. Und deswegen mach dir eine Struktur für morgens, mittags und abends. Und wenn es für dich einfach ist, ich habe zum Beispiel ein Morgenritual, wo ich immer das Gleiche esse. Ja, da sagen sie, oh, das ist aber nicht abwechslungsreich. Ist richtig, das ist nicht so abwechslungsreich, aber es ist mit sehr, sehr viel gesunden Kohlenhydraten, mit sehr, sehr viel gesunden Eiweißen und sehr gesunden Fetten. Und das ist etwas, wo du immer mitnehmen solltest. Mach deine Ernährung immer mit allen Makronährstoffen. Ja, setz sie alle zusammen. Und, ja, das dazu. Dann, kennst du die drei weißen Gifte. Die drei weißen Gifte, von denen du so wenig wie möglich nehmen solltest, also homöopathisch. Das ist zum einen Zucker, also Rohrzucker. Ich meine wirklich Zuckerzusätze. Ja? Der zweite, das ist Salz. Hier auch wirklich in Fertigprodukten das Salz, weil jodiertes Salz kannst du, wenn du dir
sage ich mal, das Essen auch zubereitet, das kannst du gerne auch mal nehmen, weil Jod ist sehr, sehr wichtig. Dann nimm jodiertes, fluoriertes Salz, dann hast du, sage ich mal, Salz zwar als zweites Gift, aber Salz ist nicht unwichtig, besonders wenn du viel schwitzt, aber in diesen Fertiggerichten, da sind Zucker und Salz relativ ungesund und solltest du versuchen zu vermeiden, weil du nicht genau weißt, wie viel ist da drin, ja? Wenn du das kumuliert isst. So, und das dritte, könntest du dir vorstellen, was es ist? Ja, das ist weißes Mehl. Ja, weißes Mehl, das sind so die Sachen, da sollte man so wenig wie möglich von essen. Ja? Also, das als Punkt. Und jetzt der letzte. Der letzte Punkt, der mir gut geholfen hat und der für mich auch ein so einfacher Punkt ist, aber das zu integrieren, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und bei der Ernährungsumstellung ist es entscheidend, dass du sehr viel trinkst. Also bei mir ist es so, dass ich 2,5 bis 3 Liter trinke. Ich versuche so viel wie möglich das als Wasser zu trinken, aber manche haben einfach die Schwierigkeit, Wasser so viel in sich reinzubekommen. Ich habe umgestellt von Sprudelwasser auf stilles Wasser. Ich trinke auch nochmal Sprudelwasser, aber stilles Wasser ist einfach leichter zu trinken für mich. Und für mich war es so, dass ich morgens schon fast 1 Liter trinke. Also wenn ich aufstehe, bist du ja dehydriert, weil du 8 Stunden nichts getrunken hast. Und dann nehme ich mir mal vor, einen Kaffee, einen grünen Tee und 0,5 Liter Apfelschorle. Da mache ich so viel Apfelsaft, Direktsaft, ganz, ganz wichtig, sehr, sehr hochqualitativen Apfelsaft und dann den Rest mit Wasser, weil das schmeckt mir einfach besser. Und morgens hast du dann auch nicht so ein Hungergefühl, wenn du das schon mal drin hast. Ja, das waren jetzt meine wichtigsten allgemeinen Punkte für Ernährungsumstellung. Ernährungsumstellung oder Ernährung umstellen ist ein Prozess, der anfängt mit Kleinigkeiten. Und darum schreib mir bitte in die Kommentare, wo deine Baustellen sind. Und wenn dir das gefallen hat, dann like auf jeden Fall das Video. Und wenn du mir einen ganz großen Gefallen tun willst, dann abonniere auch meinen Kanal. Ich freue mich auf dich das nächste Mal und schreib mir auch mal, wenn du irgendwelche Themen hast, die dich noch interessieren. Mach's gut, dein Frank.